Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Command & Conquer 3 Kains Rache. Wir sind wieder mitten live in der Kampagne und versuchen, ja, Kains Pläne zwischen den zwei Tiberium-Kriegen, also eigentlich zwischen dem zweiten und dem dritten, voranzutreiben. Grundsätzliches Problem dabei wird wahrscheinlich meine eigene Dummheit sein, wie immer. Ich bin clever, ja. Nicht. Ich bin schon unsichtbar, verdammt. Wir verstecken uns dort. Feindliche Einheiten. Machen Sie klar. Oh shit, noch Mods. Ja, so wie dazu. Oh, wir bauen schon die nächsten Truppen. Okay. Hat sich der Moment erledigt, wir bauen schon die nächsten Truppen. Waffenfabriken, okay. Ich habe kaum Tiberium, das trifft ungefähr so meine Gesamtsituation. Yay. Hatte ich den nicht? Ich habe doch zwei Sammler. Ja, eben. Das ist alles so angeschlagen, was ich. Ich hab die Basis echt vernachlässigt, ich sag's, wie es ist. Reparatur läuft. 5 und 5. Feindliche Einheiten in Sicht. Oh Gott, nicht sowas. Kriegt der Rick Hockner echt meinen ganzen Stealth-Panzer weg? Ich fass es nicht. Gut, der war auch gut bestückt. Ihr könnt der Rick noch jemand niederfahren, das gibt's doch nicht. Der Stützpunkt wird angegriffen. Sammler verloren. Hartmuts. Ich kann natürlich Stealth-Technologie aufdecken, ist klar. Einheit wird das ist echt zum Kotzen gerade. Weil in die Richtung halt keine Türme stehen. Abgeschlossen. Reparatur läuft. Baut. Dann kann ich die direkt neu bauen. So. Aber ihr seht schon, das Spiel hat wesentlich mehr taktische Vielfalt als, das Hauptspiel. Zum Bleistift. Oh, Raketentürme. Okay. Warte mal kurz, sich alle Ziele eigentlich erledigt. Zerstören Sie Markions Statuen. Wo sind die denn? Schön ruhig. Scanner in der Nähe. Wo sind diese Statuen eigentlich? Ach, hier oben steht noch eine. Okay, na gut. Einziges Problem könnte jetzt die Obelisken hier darstellen. Oder auch nicht. Vergesst das wieder, was ich gesagt habe. Die Statue hat wieder mit auch erledigt. Schnell die Fabriken. Ah, Zäune. Das ist eine Fähigkeit, die hatten wir in der letzten Mission auch schon. Glaube ich jetzt zumindest. Hier hinten auch keinen Sammler mehr. Doch. Damit kann man halt sie vor so Sprengmeistern und so schützen oder vor Kommandoeinheiten. Ist recht praktisch eigentlich. Bringt in der Kampagne herzlich wenig, weil da sowieso, abgesehen von ein paar Zielen, wo es wirklich vorgesehen ist, nicht mit Sprengmeistern gearbeitet wird. Wie, wir stehen noch in der Reichweite von dem Ding. Gut, doch Trollen. So. Gott, endlich so aus. Wir warten dort. Ganz leise. Wir warten dort. Auf sie! Geleitet zum Ziel. Wir verstecken uns dort. Hit and run. Oh Gott. Bau abgeschlossen. Jetzt!
Ungeeigneter Bauplatz. Oh nein, die haben das Ding abgerissen. Einheit befördert. Oh Mann. Bringen wir es hinter uns. Macht sie fertig. Oh, ist fertig. Mehr Raketen. Hat sowieso keinen Sinn, wie ich noch länger warte. Und kabumm. Unzureichende Mittel. Einsatz. Bitte schön. Wir haben ja keine Ahnung. Jetzt! Auf sie! Marcion flieht. Zerstören Sie seine Eskorte. Dann haben wir diesen Ketzer. Hauptsache. Stealth-Panzer. Er haut ab! Feigling! Stealth-Panzer einsatzbereit. Ganz ehrlich, Hauptsache. Er könnte so vieles machen, warum musst du abhauen? Einheiten in Sicht. Noch voll aufgerüstete Avatare noch dazu. Wartestellung. Ganz leise. Gott. Mantis, das ist Luftabwehr. Schnell. Ich will jetzt nicht deswegen die Mission verlieren. Werde ich aber. Stealth-Panzer einsatzbereit. Habe ich wirklich sonst nichts mehr? Gott, bin ich arm. Abgebrochen. Ich will mich auf eine Basis irgendwie fokussieren. Obelisken wären halt toll, ich sag's wie es ist. Toll gegen den Laser, ja, die richten halt gegenseitig kaum Schaden an. Das Ding ist nur, die drücken halt mehr auf Dauer. Wo wollen die hin? Ich weiß es nicht, aber sie fahren ziemlich lange im Kreis, das finde ich eigentlich ganz gut. Ich brauche doch nur diese beiden Avatare. Oh, der ist schon höchste Erfahrungsstufe, nein. Gab's dazu wegen Schnellspeichern? 14.8. Nein. Gott, heute ist übrigens der 2.9. Oder? Nein. Wir haben ja keine Ahnung. Auf sie! Marcion ist entkommen. Ja. Mission gescheitert. Marcions Transporter wurde zerstört. Der falsche Prophet ist tot. Mission gescheitert. Wir haben verloren. Oh, Mist. Wieso wurde der zerstört? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Mhm. Hier könnte man die Mission auswählen. Verzeihung. Ja. Wollen wir aber nicht. Wir laden den Spielstand wieder rein. Was wir dieses Mal machen, ist, wir wissen, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Nicht viel, aber wir haben etwas. Wir bauen uns hier die Defensive auf, um den Sammler zu schützen. Was jetzt ehrlich gesagt keine so blöde Idee ist. Haben wir gerade gemerkt, wie schnell das kaputt gehen kann alles. Gut. Es wird Zeit für noch ein paar Stealth-Panzer.
Der eine oder andere kann sich's vielleicht schon denken, wir haben, ohne selbst Avatare zu haben, nur auf eine Möglichkeit eine Chance, das Ding hier zu machen. Und das ist halt eine absolute Überzahl. Mehr kann ich da leider nicht machen. Was ich heute gerne ein bisschen so beplaudern möchte, wir haben jetzt schon die ersten 10 Minuten um und ich weiß, ich bin ein bisschen schlecht reingekommen heute, aber ich habe natürlich wieder was vorbereitet. Ist ja nicht so, als ob ich komplett planlos in eine Aufnahme gehen würde, so wie die letzten 15 Mal. Hust. Gut. Und zwar wollte ich heute ein bisschen über Spielmechaniken sprechen. Ja, Spielmechaniken. Sowas wie, ja, keine Ahnung, verschiedene Spielweisen, die dadurch entstehen können. Und natürlich, was diese Mechaniken überhaupt sind. In Strategiespielen ist das ein bisschen komplexer als zum Beispiel in MOBAs oder in Trading Card Games oder in, was habe ich noch auf dem Kanal, Rollenspielen. Wobei, Rollenspiele können auch sehr komplex sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Die können teilweise sogar wesentlich komplexer sein. Oh Gott. Wieso sehen die mich? Was haben die denn gesehen? Egal. Nachschub ist ja gleich am Weg. Rollenspiele könnten, wie gesagt, um einiges komplexer sein. Müssen aber nicht. Da gibt es auch verschiedene. Child of Light zum Beispiel war semi-anstrengend, sag ich mal. Es war von der Mechanik her okay. Aber jetzt auch nichts, was mich so wirklich hart geflasht hätte. Es war halt insofern interessant, weil die Protagonistin ein sehr interessantes Skill, oder die Protagonistin eigentlich. Es war halt hauptsächlich deswegen spannend, weil vor allem die Protagonistin ein sehr interessantes Skillset hatte. Das hat man halt nicht jeden Tag gesehen. Es gab halt so Buffs, Nerfs für die eigenen, für die Verbündeten. Aber sie war relativ kampfstark, unsere kleine Fee, die da gekämpft hat. Ich habe gerade echt den Namen vergessen. Ist mir gerade echt entfallen, sorry. Geht auch um die Mechanik, nicht um den Namen. In Strategiespielen sind die Mechaniken selbst der einzelnen Einheiten oft relativ einfach gestrickt. Wenn ich mir jetzt die Bruderschaft anschaue, hier zum Beispiel mit, leider keine Flammenpanzer. Wenn ich mir die Bruderschaft anschaue mit jeder Menge, ja, ich sage jetzt mal, einfachen Kniffen, dann ist der Avatar doch eine relativ komplexe Einheit und Mechanik. Weil während ich zum Beispiel hier mit Stealth-Panzern einfach die Mechanik habe, okay, sie sind unsichtbar, was sie theoretisch im Engage verdammt angriffsstark macht, wird diese Stärke hier beinhart durch, die Tatsache, dass diese Einheiten relativ wenig aushalten, stark gekontert. Also es gibt dann wirklich diesen Moment, wo man sieht. Oh shit. Es gibt wirklich diesen Moment, wo man sieht, okay, die zerbröseln jetzt einfach. Da ist jetzt keine Rüstung, keine Resistenz. Da ist einfach nichts. Da sind nicht mal Leben oder sonst irgendwie was das Ding am Leben halten könnte. Wenn es denn mal was braucht. Und wenn ich mir dann im Vergleich die Scorpions anschaue, die dafür dann im Preis sehr viel günstiger sind. Haben, glaube ich, sogar einiges stärkere Panzerung. Können aber nicht geupgradet werden. Das ist halt der andere Dingens dran.
Ich hab hier den Map. Oh, noch ein Raketentrupp, yay. Da geht es ja dann immer um Steinschere-Papier-Prinzipien. Da geht es dann um Balancing im Feinsten. Das ist. Einsatzziel erreicht. Niemand sieht mich. Wir haben ja keine Ahnung. Wo ist er? Hier kommt er raus. Marcion flieht. Zerstören Sie seine Escort. Ja, kennen wir. Er haut ab! Feigling! Wir schleichen uns an. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir müssen näher ran. Ein Angriff abgeschlossen.